This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder was Cooles vorstellen. Ich habe heute gerade nicht so viel Zeit, will noch rausgehen, aber das ist schon fast dunkel und dann ist Filmen mit Kamera, das alles Grütze. Warum mache ich das hier heute mal eben ganz schnell drin? Ich möchte euch ein cooles Messer vorstellen. PMP Knives, kennt ihr? Habe ich schon ein paar Sachen vorgestellt. Ich glaube, zuletzt war es das Harmony hier. Das habe ich oft in Benutzung. Das ist so ein richtig cooles Drop-Point-Messer. Dieses hätte ich mir so gern mit einem Backlock gewünscht. Aber es ist einfach cool. Und das hört sich an hier wie so ein Dupont-Feuerzeug. Jetzt gibt es was Neues von Max Ace. Das Beetle. Also das Harmony wurde ja auch von Max Ace hergestellt. Und jetzt gibt es das Max Ace Beetle. Auch wieder hier. Hört mal. Wie so ein Dupont-Feuerzeug. Hier die Einrastung. Richtig geil gemacht. Richtig fein verarbeitet. M93. Titan. Kohlefaser. Slip Joint. Hier mit mehreren Raststufen. Kann man jetzt sagen, viele sagen, tut nicht Not. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein Punkt der Sicherheit, um sich nicht auf den Finger zu schneiden. Eine 2 mm dicke Klinge, die feinst ausgeschliffen ist. Das Ding schneidet wie Atze. So ein richtig cooles Taschenmesser. Ich selber muss sagen, in letzter Zeit bin ich auch vorsichtiger geworden, wenn ich mal abends irgendwo hingehe. Und ich habe gerne ein Taschenmesser einfach dabei. Dann nehme ich doch mal lieber ein Slipjoint mit. Ich habe einfach ein Slipjoint dabei. Ich fühle mich nackt ohne Taschenmesser. Und gerade, ich bin nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel Vertrauen gerade zu unserer Obrigkeit. Ich empfinde viel Willkür. Und daher bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger als Jäger. Dass wenn du da irgendwie dein Einhandmesser mitnimmst, dass du dir da dir richtig welche rüberbraten. Und ich habe deswegen dieses Beetle mir geholt. Das finde ich sowas von cool. Das ist so geil. Ihr habt hier wirklich eine hammercoole Verarbeitung. Ein geiles Design, finde ich. Die Schneidleistung ist vom allerfeinsten und dieses hat jetzt mein Line-Stil abgelöst. Ich hatte hier dieses Line-Stil, wie heißt das eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr. Das habe ich sonst oft in der Tasche gehabt. Es ist noch ein bisschen schlanker, aber hier war das die Schneidleistung ist von dem Beetle um einiges besser und ich mag es auch noch ein bisschen lieber. Hier habe ich ein bisschen mehr Messer in der Hand. Auf jeden Fall hier, guckt euch das an hier mit diesem bronzefarbenen Ring drum, die Verschraubung, das ist alles super fein gemacht mit diesem, was ist das hier, Waben irgendwie, so Honeycomb Design, Kohlefaser, das ist schon auf extrem hohem Niveau und das macht richtig Laune, dieses Messer zu begucken allein und es macht noch mehr Laune, damit zu arbeiten. Das macht richtig Laune, damit zu arbeiten. Was haltet ihr davon? Schreibt mal in den Kommis rein. Ich mache einen Link unten rein zu Tools for Gents. Die haben das Beetle S. Ich wollte das ursprünglich schön mit Kohle, das gab es mit so weißem Knochen. Das sah auch hammergeil aus. Aber wie das bei allen hammergeilen Sachen ist, war das ratzfatz ausverkauft. Ich bin also mega geflasht von dem Ding. Auch gerade, weil hier eben mit dem dünnen M93 ein wirkliches Schneidgerät gebastelt wurde, was für die meisten Arbeiten so im Allgemeinen, was man damit macht, als Taschenmesser, sei es mal eben das Paket öffnen, ein Brötchen aufschneiden, irgendein Stück Wurst abschneiden, Käse abschneiden und sowas. Dafür ist dieses Ding einfach, ja, richtig cool. Ich freue mich dazu. Schreibt mal rein, wie findet ihr das Design? Also mich holen ja immer diese Kohlefaser-Titan-Dinger, die holen mich richtig ab. Das mag ich gerne leiden. Aber auch hier das PMP Max Ace Harmony, das war auch so ein richtiger Knaller an Messer. Also das sind für mich so die geilsten Slip-Joints, die es gibt.
Die könnten nur noch besser werden, wenn sie einen Backlog hätten. Aber da kennt ihr ja meine Einstellung zu. Ich mag eigentlich lieber, Backlogs sind so, und das ist mein Favorite. Aber man kann eben nicht alles haben. Aber wenn Slipjoint, da kommen wir schon ziemlich nah an das, was ich mir so vorstelle. So, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.